Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mad Games Tycoon. Yo, ich habe gerade, also ich fange im Kopf gerade wieder bei Null an, obwohl ich gestern aufgenommen habe. Es war halt gestern schon so spät. Was haben wir gemacht? Ja, genau, wir haben Tetrix entwickelt und da richtig schön Chunda reinbekommen. Da müssen wir noch irgendwann mal gucken, dass wir das nochmal aufbessern. Ich habe gesehen, gerade ist die Zeit für Strategie. Wir haben irgendwie gar nicht auf unsere Marktforschung gehört. Das ist natürlich immer ein bisschen dramatisch. Wir haben Tetrix schon relativ lange draußen. Es sollte ein neues MMO-Addon rauskommen. Das Spiel sieht ja wieder ganz anders aus. Wir haben was vollkommen vergessen zu machen. Ein Spielbericht erstellen. Tetrix. Wir fangen mit Tetrix an. Wenn wir einen Spielbericht haben, können wir natürlich schauen, was wir wie nochmal mit hinzufügen können. Es gibt eine neue Anti-Cheat-Software. Ah, wir haben hier die Forschung jetzt, ne? Können die irgendwas forschen? Ja, die können. Komm, lassen wir die mal Genres erforschen. Das ist alles gut. Add-ons. Nee. Ich würde gerne an der Engine arbeiten. Wir haben so viele Engines. Kann man die irgendwie wieder einstampfen oder so? Achso, und wir haben ja hier Top Choice rausgebracht. Oh, das Spiel ist ja durch. Abfahrt. Hat 3 Millionen gebracht. Das ist voll okay. What the fuck? Woher kommt's Geld? Ah ja, stimmt, das Spiel ist ja erst 29 Wochen draußen. Wo haben wir denn Engines erwerben? Nee. Wo sind denn unsere Engines? Ach, hier. Kann man Engines einstampfen? Nur eigene Engines zeigen. Ich würde zum Beispiel gerne eines dieser Engines halt anstampfen eigentlich, aber es geht nicht, ne? Schade her. Naja, gut. Können wir unsere Roleplay War Engine aufbessern wieder? Yo. Und das ist ordentlich. Wow. Brauchen wir Dev-Kits? Irgendein. Ah, wir gucken Marktanteile. Oh, der Pretendo. Und die Sony Game Station. Und Sony Generation 2. Ich kaufe natürlich immer wieder mal welche. Einfach nur, um irgendwann mal dafür zu produzieren. Ich würde dementsprechend jetzt die War Engine plus 2. Ne, 2 plus machen. Plus machen. Während hier Tetrix versucht wird, schön darzustellen. Auftragsarbeit? Nö. Na ja, gut. Die Ice Engine 7 wurde verkauft wieder. So muss das. Ich frage mich... Oh, wir müssen hier die Marktforschung auch aufbessern. Moment mal. Wir haben ja jetzt ein bisschen Kohle. Ich würde gerne ein bisschen unsere Leute hier aufbessern. Das war ja hier das Support. Komm, dann haben sie wenigstens mal einen anständigen Rechner. Kann ich hier noch irgendwo einen weiteren Support ein... Das müssten wir wahrscheinlich hinstellen dann. Das ist ein bisschen eng. Ach, das ist wie in der Heizung, gell? Nee. Können wir noch ein bisschen weiter... Ah ne, warte mal, da ist der Aktenschrank dazwischen. Moment. Es ist halt so ein kleiner Raum. Das ist echt ärgerlich. Wir müssen halt echt gucken, dass wir das hier demnächst aufbessern. Support! So. Wir brauchen halt einen viel größeren Support eigentlich. Haben wir denn hier einen Marketing-Support? Okay, das ist natürlich nicht gut. Und natürlich für die Marktforschung, da müssen wir viel mehr reinbuttern eigentlich. Das ist halt so das Problem. Also grundlegend ist das Problem, wir haben noch nicht so viel Platz,
Oder wieder nicht so viel Platz. Oder whatever, nenn's wie du es magst. Das wird so nix. Wobei. So, Moment. Ich klatsche die Heizung mal hierhin vielleicht. Und daneben das da. Schiebe. Nein, du bleibst hier. Natürlich bleibst du hier. Ich schieb den Donai. Und noch eine Mark. Nein, das war falsch. Markting. Und hier. Ah, nee, wir haben ja hier noch niemanden. Alles gut. Das werden wir dann noch ergänzen. Krise. Aber das interessiert uns ja recht wenig. Danach kommt das erste Addon raus für unser Spiel. Wir haben genug auf Lager. Na, nicht ganz. Ah, jetzt wissen wir gleich. Geschicklichkeit. Oh, und die Sony Game Station. Das Problem ist halt, ich würde... Ah, hier, 18 und 13. Okay, krass. Ich würde so gerne eigentlich ein Rollenspiel richtig gut rausbringen. Aber, so wie es nun mal ist, wird das wahrscheinlich erstmal nicht klappen. Was haben wir denn für Tetrix? Also, Subgenres, Wirtschaftssimulation oder so. Ja gut, das können wir jetzt nicht ändern. Samurai passt Religion nicht. Ja gut, das ist jetzt das Erste. Schade. Haben wir hier... Moment. Das spielt ja jetzt nicht so viel... keine so große Rolle. So. Und das da. Abfahrt. Antitude. Oh ja. Und jetzt können wir hier wieder neue Modi hinzufügen. Wir lassen sie alle entwickeln. Und natürlich polischen, damit das Spiel, das Addon... Ich weiß, das Addon wird sich nicht so heftig lohnen. Aber wir stecken, wir buttern mal ein bisschen was an. Neu. Da hat jemand die War Engine 2 Plus sich reingeschafft. Ach, guck mal hier. Ich würde fürs Marketing Leute einstellen wollen. Die können halt immer wieder Markt forschen. Es geht viel schneller. Und im Kundensupport brauchen wir auch gleich jemanden. Hier ist viel ungenutzter Raum. Das ist halt echt ärgerlich. Wir könnten die beide vom Kundensupport... was ist denn das? Marketing und Support. Hier reinstopfen gleich. Dann können die halt sich echt schön aufmachen. Und richtig mal was lernen. Wisst ihr was? Wir stecken den anderen hier vom Kundensupport auch rein. Dann haben wir drei Leute, die hier was lernen. Okay. Entwicklung fortsetzen. Wir werden das natürlich gleich vertreiben, also. Oh, da gehen schon Leute. Das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Keine Ahnung, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, stopp. Alter, das wird hoffentlich auch mal ein richtig dickes Ding. Selbstvertreiben, immer grundsätzlich. Ah gut, teurer geht's nicht. Dann belassen wir das hierbei. Gib uns mal 4 Wochen. Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Hat eine Wertung von 78. Abfahrt. Das Addon wird direkt nachproduziert. Produzieren wir nicht so extrem viele. Machen wir denn 50. Na, hier 30. Automatisch nachbauen. Abfahrt. Und hier müssen wir grundsätzlich auch sowas einführen. Ob das Spiel sich natürlich jetzt so häufig verkauft, ist ein anderes Thema. Oh, mir fehlt hier ein Mitarbeiter. Was? Update. Ich möchte hier ein Update reinhauen. Die Leute sollen sich natürlich nicht verarscht fühlen.
Das Spiel muss sich halt am Ende rentieren. Das ist immer so das Problem, ne? So, bald ist das Addon draußen. So muscht es. Eine neue Bürokraft. Die kann hier... Komm. Hier sind doch drei. Jetzt habe ich zu viele. Huch. Na, egal. Egal, die können wir immer mal hier rüber schicken. Achso, wir bräuchten noch einen Entwickler oder so, ne? Haben wir hier irgendjemanden, der vielleicht hervorragt? Ja, ein Techniker. Na, dann nehmen wir den Game Designer. Müssen wir halt nur irgendwann aufbessern, ne? Großer Messestand. Tetrix plus Addon. Wir brauchen mehr neue Spieler. So. Die werde immer besser. Ungemütlich. Den ist ungemütlich im... Na gut. Wo sind das? Trainingsraum. Whiteboard haben sie, das haben sie. So ein Wasser haben sie. Nehmt euch einen Teppich. So. Die bearbeiten schon die Kundenanfragen. Die produzieren nach. Wir bekommen wieder Spieler. Genau, das wird dann halt unser nächstes Addon hier. Unser nächstes Addon, unser nächster Verstärkungspunkt werden. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen den Raum hier ein bisschen größer. Ich meine, was soll das? Was soll der Geiz? So. Dann warte mal, dann machen wir eins hier hin. Hey, Herr, du kannst hier bleiben. Eins, du hier. Dann machen wir hier vorne. Ich brauch Schnapping. Ich brauch Deste. Und den Mülleimer. Den Mülleimer schön hier dran. So. So. Ah, wir müssen das... Wir machen das ohne Schnapping. Wir nutzen den kompletten Raum aus. So gut es geht. So. Marketing, nein, wo ist das? Trainingsraum. Hör schon mal zu. Das sind ja ganz veraltete Sachen, du. Trainingsraum. Ach, wir wollten das ja noch modernisieren gerade. Doch, da passt noch einer. Der. Da können wir richtig krass Personal aufwerten. Wenn mal die Game-Leute nichts zu tun haben, können sie hier gleich anfangen. Gut, das war's. Mehr passen nicht null. Aber drei Leute sind da. Wisst ihr was? Ist ja ein Marketing-Seminar. Abfahrt! Dankeschön. Achso, ja, ja, die brauchen natürlich irgendwas. Ohne die Füße. Ohne die Fies. Jetzt passt natürlich nirgendwo irgendwas hin. Doch, hier passen Heizungen rein. Alter, das ist ein Ferchcamp. Nichts mehr. Hammer. Aber die können sich überall hinhocken, hier hocke, also die werden jetzt hier hoffentlich ein bisschen besser. Ja gut. Also verkaufen tun wir gar nicht mal so schlecht. Wir kriegen auch immer wieder neue Gamer. Ah, hier wird auch richtig schön entwickelt. Wir sollten uns gar nicht mal so ärgern gerade. Updates und Addons. Wir packen hier nochmal ein Update rein, würde ich sagen. Kostet halt immer was, na, aber neue Inhalte kosten halt. Ach ja, Spielbericht erstellen.
Minecraft. Es wäre mal wieder Zeit für ein neues Spiel, würde ich sagen, hm? So langsam aber sicher. Wieder ein richtig gutes Spiel. Der Vorteil ist halt, wenn man Updates für MMOs bringt, bleibt halt relativ viel Geld da. Also, ne, also wir stecken zwar viel Geld rein, aber wir bekommen halt auch wieder was zurück. Auch steigende Spielerzahlen. Startetrainingskurs. Wo ist das hier? Marketing, Game-Testing, nein, Marketing. Hier steigen die Leute auch richtig gut auf. Je besser die sind, desto schöner wird das alles. So, die haben alle Spielberichte erstellt. Was wäre denn als nächstes für eine Fortsetzung dran? Oh, World of... Oh, krass. Der fünfte Teil schon. Und der wird so krass werden. Wir müssen mal gucken, was haben wir denn beim letzten Mal gemacht? Das so gut war. Einfach alles. Weltkriege, Panzer, das, jenes. Das wird jetzt nochmal richtig abgehen. Ich würde das lassen. Ich würde das echt einfach lassen. So. Und wisst ihr, was wir machen? Die Engine verbessern. Das ist ein Strategiespiel. Oh. Grummel. Updates und Addon. Nee. Engine entwickeln. Alte Engine updaten. Das wird die Gameplay. 6 Plus. Das kommt jetzt. Wir müssen halt richtig was reinbuttern. Wenn sich unser Marketing hier nach und nach verbessert. Die War Engine 2. Gut Einheiten, was das angeht. Ja, das läuft. Also spült immer mal wieder Geld in die Kasse. Das ist halt der Mega-Vorteil an MMOs. Das sind Spiele, die bleiben ein gefühlt ein Leben. 37,6. Oh, was kommt jetzt? Okay. Nichts davon ist übrig geblieben. Oh, die Forschung könnten wir instant hier. Aber hier kommen jetzt so viele Spieler rein. Ist ja der Shitty. Also, die sind auch bald durch. 22. Das finde ich halt so gut, weil die verbessern sich schon mächtig. Ja, hier die. Die War Engine 2, die wird richtig schön damit hergestellt. Wahrscheinlich auch, weil das MMO sich relativ gut verkauft. Wir hatten gerade Minus und jetzt bekommen wir wieder Plus. Weihnachtsgeschäft. Jetzt müssen wir schon das erste Mal wieder nachproduzieren. Krass. So muss das. Oh. Free to play? Warte mal. Können das zu einem Free-to-Play machen. Aber nur wenn, es gibt noch keine. Also es gab vor kurzem ein Update und so, was wir machen. Wir machen 6 Dollar draus. Das ist ja. Das ist ganz gut. Ah, guck mal hier. Wir könnten, wenn wir ein Tetris 2 machen, dann eben Free-to-Play anbieten. Wurde. So, wir müssen Marktforschung machen. Wir wissen, was kommt. Spiel entwickeln. Lifecraft. So. 5 ist es dann schon, ne? Eine Engine. Die beste Engine. So. Wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwas... Ich hole mir die hier noch.
Okay, als erstes Personal. Sunny Gun Station, Mackie. Oh, die Y-Box. Komm, wir nehmen die Y-Box, ist egal. Am Ende werden die von uns aufgekauft. Kopierschutz erwerben. Wir buttern. Oh, wir haben aber auch gut Geld. Wir buttern aber auch hier richtig schön Geld, null. Ich glaube, das war unnötig. Ja, ist egal. Das passt alles, das passt alles. War das so? Auf was gucken die denn am meisten? Ja doch, 50, 10, 10, 30. Aber wir haben da jetzt auch ein bisschen fairer verteilt. Alle aktivieren. Batz! Alles rein, was gibt. Keine weiteren Sachen neu gepackt. Gameplay verbessern. Ach, alles rein. Hochwertige Grafik, alles neu. Ist mir alles scheißegal. Das muss alles neu. So. Und wunderschöne Cutscenes. Wir brauchen das. Visual Novel. Alter, die haben Spaß gerade. Es ist gut, dass wir noch immer uns dumm und dämlich verdienen an Tetrax. Wenn wir das Free-to-Play machen, dann könnte es sein, dass... Also dann müssten wir halt das Abo-Modell hochfahren. Lohnt sich jetzt halt so nicht. Also im Moment noch nicht für uns. Aber es wird sich irgendwann lohnen. Oh, wir haben hier... Oh, warte mal. Zack. Zwei. So. Und hier haben wir noch Arbeitsplätze Stufe 2, ne? Ja. Die sind hier schon anders aus. Gut. 1, 2, 3, 5, 6. Da. 2. So. Abfahrt mit der Produktion hier. Die haben ja schon die neuen. Die haben auch schon neue. Was haben die denn hier? Muss ich mal gucken. Soundstudio. Ja, das ist genau das gleiche hier. Und hier haben auch das Richtige, passt schon. Okay. Alter. Das hat schon 20 bis 40 und das ist zu 20% fertig. Nur. Das ist halt auch wieder so eine Sache. Achso, was sagt denn die Marktforschung? Action. Simulation. Geht ganz runter. Ist nicht so geil. Ah. Die können doch. Die unterstützen? Nein. Okay. Hadouken! Was? Die Spielerzahl steigt. Das ist krass wieder. Also da kommen wieder Sachen zusammen. Ich bin da sehr froh, also dass wir da den Preis runtergesetzt haben. Also das rentiert sich langsam auch. Also nur, dass sowas entwickelt sich nach und nach, wie man merkt. Und auf einmal steigen wieder unsere Absätze. Ich sag euch, wenn am Ende Speedruns drumherum kommen, dann ist ja aber Party. Wir verlieren Spieler, wir bekommen hoffentlich das Dreifache zurück. Das ist hier dreifach sogar. Haben wir 6 von 6, haben wir 10 von 10. Alle entwickeln das Spiel mit. 50 bis 70 haben wir jetzt schon. Junge, und das Spiel ist noch nicht mal fertig. Boah. Leute, ich sag's euch, das wird der Burner. Das Spiel ist noch nicht mal im Ansatz fertig. Star Puzzle. Kleiner Messestand. Wir machen gleich Werbung dafür. Ach du Scheiße, wir werden so arm sein. Was dann die Produkte, was den Raum hier angeht. Weißt du was, wir erweitern den Raum hier mal. Und den Platz haben wir.
Ja, wobei, ich würde ein bisschen Platz noch lassen. Zack, Abfahrt. Und Schwerlastenlager. Ne, das war nicht gut. So, wir machen das Lager full. Kostet was, ist egal. Und das da. Ja, es passt sehr gut. Wir haben Platz für 5 Millionen Einheiten von irgendetwas. Wir könnten halt ohne Probleme jetzt erstmal doof und dämlich produzieren. Aber das machen wir nicht, sondern wir machen das alles eher mehr so auf Anfrage. Oh Gott. Ah, jetzt steigt es noch nicht so krass. Alter, wir haben 64 Millionen. So muss eine Entwicklung aussehen. Ja, die brauchen ja auch noch ein bisschen. Der gibt halt so viel Punkte dazu. Ah, die Forscher. Den Forschern ist langweilig. Bezweifle ich gleich. Forschung ist das Letzte, ne? Das ist allerletzte Forschung. Hallo? Ich kann dem den Arbeitsplatz wegnehmen, aber ich kann die Person nicht hochheben. Wie kommt's? Warum? Sie können mich niemals hochheben, ich bin ein eigenständiger Mensch. Niemanden mehr hochheben, warum? Das ist ein kleiner Bug, der immer wieder auftritt, ne? Ne, das ist da. Ah, es gibt so ein kleines Blockmoment. Oh, stimmt, wir haben hier jemanden, der... Na, egal. Da lernt jemand Forschung mit. Ein Allrounder. Ne, Allrounder heißt es ja. Huch. So. Lernst du mal was, Bruder? Wer ist denn das? Game Designer. Ja, komm, mach mal dein Zeug hier. Jetzt komm mit. Du musst noch was lernen. Was sagt denn... What the fuck? Nur 20 bis 40? Ach ja, stimmt. Die Bugs. Es sind 500 Bugs drin. Forschung, Marketing und Support. Kann sich hiermit dazu gesellen. Brauchen wir da jetzt erstmal nicht. Also da wird schon, da wird noch richtig schön nachgeöckt. Tetrix verkauft sich nach wie vor gut. Dann können wir davon halt zehren. So viele verkaufen sich sonst nicht mehr. So. Also ihr merkt, wir haben doch wieder Minus gemacht mit unserem Add-on. Schade eigentlich, aber auch nicht so schlimm. Das Addon kann verkauft werden. Das hier kann verkauft werden. Und das kriege ich auch noch ein bisschen Geld hier. Oh, hier steigt die Spielerzahl wieder. Yeah! Wir füllen unseren Server. Oh, die Forschung macht wieder nichts. Muss mich gerade am Ohr jucken. Das ist schon verboten. Mach mal hier.
Oh, es gibt ein neues Engine-Feature. Surround Sound Technology.